Welcome back on Dead Space 3 mit Skleros und Q3 Cloud. Und hier ist die nächste optionale Mission, die Reaper-Kaserne. Sie sind in die Kaserne des 163. Halten Sie Ihren Ausweis sichtbar. Sag mal. Das 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Wir sollten uns mal umsehen. So, Textlog. Himmel, hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. Das war ein Köpfdesign. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Eine Insel. Ist noch ein Textlog? Jo. Textlog. Ja, Anzugstation brauche ich nicht. Brenner. Boah, noch ein Textlog. Wie viel Textlog gibt's denn hier? Textlog. Ich glaube, das müssten jetzt alle gewesen sein. Ich halte mich mal kurz. Und wie du siehst, das Ding ähnelt ganz stark diesem anderen Untergrund Komplex. Ja, wo wir schon mal waren. Wo wir in diesem Eiscanyon waren. Mit den kleinen Viechern. Ja. Na, oh, zu spät. Hier ist ein Weapon Part. So, hier ist noch ein Waffenteil. Schadensboost. Na, herzlichen Glückwunsch. Hatten wir schon seit Kapitel 4, wenn mich nicht alles täuscht. Ohne, nee, noch ein bisschen weiter. Ja, Mann, wie die Köpfe zerspringen. Soll ich dir mal was sagen? Es gibt immer Peng. Ja, genau. Komm her. Wo steht's hier? Jetzt hinter diese Maschine gucken. Und Peng greifen, da hinten. Mit Chinesen. Hast du? Ne, ich krieg's nicht, obwohl ich Reichweite Maximum habe. Musst du ein bisschen mehr probieren, immer probieren. Geh ein Stück zurück, so, ja. Ah, ich hab's. Ah, okay, gut. Jetzt. Yay! Es gibt immer Peng. Richtig. Cool. Also, du hast sie zwar jetzt aufgenommen, also immer, warte, wenn du... hätte ich die jetzt aufgenommen, hättest du die jetzt nicht gekriegt. Also kann nur immer der bekommen, der sie auch aufnimmt. Ja, nur der, den Erfolg freischalten. Richtig. Und jetzt ist sie noch nicht in deinem Inventar. Die kommt nachher erst. Das ist wahrscheinlich nach dem nächsten Checkpoint oder irgend sowas. Die taucht dann erst später in deinem Inventar auf. Was soll ich mit der im Inventar? Hilft mir ja nicht bei den Zombies. Ja. So, und jetzt kannst du dich freuen, jetzt hast du Peng. Das nutzlose Objekt ever. Das sah ja eben cool aus. Du standest genau unter dem Wasser. Das muss ich auch gleich nochmal machen. Das ist ja geil. Hä? Steh ich. Hier, komm mal her. Guck dir das mal an, das ist cool. Was? Warte, ich komm zurück. Also das Teil bewegt sich jetzt nicht. Okay. Ja, guck dir das mal an. Cool, wa? Was? Ah.
Das ist ja irre. Hab noch gar nicht gesehen. Ja, cool. Oh. Ist noch Zeit. Hier ist noch eine Platine, ne? Yep. Zwei Schaden, zwei Nachladen. Und noch ein Botpunkt. Das Circuit Board. Ja, so ab und zu kriege ich hier auch Beinkrebs. Oh. Beinkrebs. Nee, nicht wieder solche Rätsel. Das letzte hat gereicht, war. Ja, vor allem das mit dem Kreis. Mhm. Mit den vielen. Oh, das hast du doch gut hingekriegt. Ja, hat auch ein bisschen gedauert. Hallo? Nicht schlecht. Langsam hast du den Dreh raus mit deiner Bolas Kanone. Ja. Bolas Waffe. Das ist echt meine Lieblingswaffe hier. Bis jetzt. Achso, da kommt noch was Besseres, aber naja, ich glaube der nicht. Ist das nicht sogar. Könnte fast meinen, dass er genau die gleiche Stelle spielt. Da gab es nämlich auch so einen Raum. Der richtig. So befleckt war. Richtig. Ich bin da hinten über diverse abgetrennte Gliedmaßen gestolpert. Immer drauf, genau. Oh! Ich hätte nicht nachladen sollen. Boah, krass, ich bin voll. Keine Bange, hier ist eine Bank. Gut, brauche ich nämlich jetzt auch. So, und hier hinten in dem kleinen Kabuff ist noch ein Artefakt versteckt. Ich nehme. Here is an artifact. Gut, zack. Der Vorteil an dem Marodeur ist, er ist stärker als der normale Repetierer. Und er kann auch etwas mehr Munition fassen. Nachteil daran ist, es bringt keine Upgrades auf Nachladen. Also da braucht man auch keine Platinen reinmachen, die das Nachladen erhöhen. Denn das ist standardmäßig schlecht. So, genau, das reicht eigentlich hin. Hier noch mal kurz zum zeigen. So, also Nachladen bleibt so schlecht wie es ist, da hilft auch keine Platine. Ansonsten alles andere ist etwas besser, gerade was auch Schaden angeht. So, ich bin soweit. Ja, aber Moment. Ressourcensammler online. Ah, der Saustall hier lässt darauf schließen, dass die Menschen immer noch das Sagen haben. Sehr schön. Ressourcensammler online. Guten Tag, Sir. I am ready to go. Yo. Then go. Wussten Sie, dass Singularitäten für Shockpoint-Antriebe durch Déjà-vus im Robotergehirn erschaffen werden?
Ich schätze, so muss das sieht ich irgendwie so aus, als würde es gleich zerstückelt werden. Ist der Geruch von verwesenem oder machen Sie gerade die hart gekochte Eier? Sicherlich sind Sie dadurch sehr beliebt. Okay. Also, muss ich das jetzt verstehen mit den Teilen, oder? Später. Niemand wird verschont. Niemand wird verschont. Wenn sie fertig sind. So. Wenn sie fertig sind. Heute Nacht stellst du dich so hier vor. Ja. Lässt deinen Rechner laufen. Ja. Machst schön laut. Ja. Und gehst schlafen. Okay. Und dann träume ich bestimmt und schön. Und morgen früh bist du ein ganz anderer Mensch. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Sie bedauern nichts. Na komm, eine Worte. Sie bedauern nichts. Sie haben keine Ängste. Sie haben keine Ängste. Sie haben keine Freunde. Sie haben keine Freunde. Sie haben keine Familie. Sie haben keine Familie. Sie sind eine Maschine. Sie sind eine Maschine. Sie befolgen Befehle. Sie befolgen Befehle. Weißt du Bescheid? Sie töten auf Befehl. Sie töten auf Befehl. Alle müssen sterben. Na 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 na. Alle müssen sterben. Na 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 na. Okay, gut, Psychoterror reicht. Ja. Wenn sie fertig sind. Wenn sie fertig sind. Töten sie sich selbst. Töten und wenn du fertig bist, tötest du dich selbst. Kommt zur Ruhe. Sie weißt sind Bescheid. Ja, mach ich morgen. So, Schlüssel eines Offiziers. Frieden mit sich selbst. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Wie kann ich im Frieden mit mir selbst sein, wenn ich tot bin? Sie bedauern nichts. Sie haben keine Freunde. Sie haben keine Freunde. Wow. Diese Typen hätten es mit einer kompletten Armee. It's a blueprint. Sag mir bitte, dass du jetzt da verschwindest. Here's a weapon part. Ich sehe zu, dass ich einen Weg zurückfinde. So, hier gibt's nochmal schön Waffenteile und Upgrades. Hallo. Oh. Hier, gucke, Wallhacker. Hängt der bei dir auch ein bisschen in der Tür fest? Ja, ja, also nee. Ich sehe seine Arme jetzt, nicht. Jetzt nicht mehr, also, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt bei mir auch nicht mehr. Weg ist er! Da ist er ja. So, ich dachte, hier wäre ein Item. So, hier ist wieder eine Cola. Eine Cola Light ist das. Ich glaube, es sind die Cola Lights, die schwarz sind, ne? Bin mir nicht sicher, ich trinke eh keine Cola. Keine Ahnung. Oh, Mist, Mist. Kennt sich da auch nicht aus. Ja, das kommt man davon, wenn er von Cola redet. Das ist hier der schnellste Sicherungskasten hier. Mit dem schnellsten Countdown.
Achso, na dann, kein Wunder. Circuit Board. Das alles für eine Platine. Ja, aber von der ziemlich gute. Ja. Ganz okay. Achso, hier ist jetzt wieder ein Item und hier hinten auch noch mal eins. Lage an beiden Stellen lag hier ein Textlog. Mhm. Und das ist auch das Ende der Reaper-Kaserne. Das ging ja schnell. Ach Mist. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Circuit Board. Da mal Wolfram. Haben wir jedenfalls. Achso, ist noch deaktiviert. Spiel im Spiel. Mist. Ich hab verloren. Das hab ich in Dead Space, Dead Island mal gemacht. Zwischendurch hast du mal Fußball gespielt. mit dem Typen da. Na, ist ja Handball das hier. Boah, nee, Hilfe. Oh, gut gemacht. Wieder beim ersten Mal, Respekt. Kann man ja sterben. Ja. Gut. Ja, mein Kopf soll noch dran bleiben. Auch wenn der Isaac das nicht so schlimm findet. Ich find's schlimm. Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Was soll genau. Schon Schlimmes passieren? Ja, genau. Oh, viele Ressourcen. Oh ja. So, Schaden und Clip. Ja, doch im oberen Tool. Kosten das 500 Altmetall und Halbleiter. Ach komm, eine noch dazu, passt schon. Gut, also ich wäre dann wieder soweit.
Ja, ich verkaufe noch meine Minus-Sachen. So, jetzt habe ich schon die Hälfte erreicht, die ich mit meiner voll abgegradeten hätte. 60. Don't give the animals food in the zoo. Don't feed. Ja. Hä, was steht da? Don't feed the animals. Ja, aber Animals ist durchgestrichen und dann steht was daneben. Daneben? Ja, bei mir ist Animals durchgestrichen. Und dann steht da... don't feed the scientists. Die Wissenschaftler, ist ja cool. Steht das bei dir nicht so, ne? Ich kann's nicht direkt sehen. Scientist. Don't feed the scientist. Cool, ja? Ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Na toll. Hallo. Ich gehöre zu dir. Ey. Boah. Reload. Wechselt noch mal. Ich hab die Pfeilen weh weg. Scheiß Vieh. Alter, was ist eine Scheiße hier? Und ab hier, Mistviecher. Reload. Ja, ich auch gerade. Alter, der hat mich angefallen. Hab gar nicht reagiert. Hab immer mehr Power verloren. Irre. Ja, das war ziemlich schrecklich. Dafür gibt's gut was zu farmen. Mann, dabei wollte ich Freundschaft schließen mit dem. Here is an artifact. So, hier auf dem Tisch ist das nächste Artefakt. Hier an der Seite gibt's ein Audiolog. Aktiviere ich auch gleich mal. Audiolog. Dr. Earl Serrano, Status Update. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten. Beispielsweise Ressourcensammler online. Schwimmblasen und einziehbare Flossenweise. Das hohe ein gebrochenes Bildband erscheint mir das recht ungewöhnlich. Es sei denn, es war nicht immer so. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis Blitzfrost auslöste, der alles im Eis einschloss. Ach, dein Blitzfrost. Ach. Wenn ich hier weiterhin Gliedmaßen finde, muss ich die Polizei verständigen. Sie laufen doch nicht rum und schießen anderen Gliedmaßen. Nicht, Sir. So, und das war das letzte Teil, ne? Achtung, Ellie. Ah, ich seh's. Wow, mehr nicht. Wer ist mit einem Danke? Wir treffen uns an der Bank. Ging natürlich fast schon ein bisschen leid. Keine Chance. Das hier noch so mal so wieder so einen kleinen Überraschungsmoment hier. Ja. Machst du die Tür auf, stehen gleich erstmal zwei so eine dicken Viecher vor allem. Gegen Patrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken. Kiste. Da ist der. Wow.
Aber was? Hier ist noch ein Weg. Alter! Ich hätte ja gar keine Munition mehr. Keine Energie mehr, ist ja irre. Wo bist du? Hier ist noch ein anderer Weg. Uiuiui, das ist eng. Meine Herren. Sag mal, bist du sicher, dass da hinten nichts mehr ist? Da war noch eine andere Abzweigung, ja. Ja? Ja. Okay. Wenn du da wieder zurückgehen möchtest, können wir das gerne tun. Na okay, ich dachte, da wäre vielleicht noch was. Oder vielleicht kommen wir da noch hin. Ressourcensammler online. Ich wurde gerade darüber informiert. Es ist klar! Oh. Ich glaube, jetzt ist Stase-Time. Ich verstehe ja, dass das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist, aber ich war auf der Musik ist gerade so geil. Na gut, ich hab sehr ausgestellt. Ja, jetzt ist auch nicht mehr. So, gut. Wir sind wieder zurück. Stopp. Wir sind wieder zurück im Rondell. Hier ist das Labor. Hier haben wir vorhin auch gestanden. Hier machen wir den nächsten Cut. Bis zum nächsten Teil. Mit Claude und Skleros.